Okay, das ein weiteres Lager ist irgendwo hier. Sollten das auch kein Problem mehr sein. Oh, da haben wir sogar ein bisschen mehr. Dann zapfen wir das an. Muss eines der oberen hier sein. Können wir uns noch einen Adler leisten? Jo, wir leisten uns noch einen weiteren Adler. Dann fangen wir an, Rubine abzubauen. Zumindest eines der Objectives. Und dann noch Eisen, da sind wir ja fleißig dabei. Hier ist noch gut was an Eisen. Was haben wir hier? Mühle. Dann bauen wir hier noch mehr Eisen hin. Dann haben wir eigentlich... Sollten wir keine Probleme mehr mit Eisen haben. Wir sind ja recht straight ahead runtergekommen. Irgendwo in diesem Bereich müssten die sein. Ja, Scouten mit Inseln. Kommt mir fast schon so vor wie Project Nomads. Nur, dass das Project Nomads nicht ganz mit... Es hat viel mit Inseln auch zu tun, ja. Aber Project Nomads war... Man hat halt eine Insel gehabt und hat die immer wieder aufgerüstet mit besseren Türmen und so weiter, Flugzeugen. Das war schon, das habe ich in meiner Kindheit gern gespielt. Ich habe mich bloß immer gefragt, warum sie nicht das zulassen, noch einen weiteren Charakter dazu nehmen und man mehrere Inseln sozusagen gleichzeitig steuern kann. Das wäre ein bisschen OP gewesen, aber ich hätte das früher echt gefeiert. Ha! Gefunden, gefunden. Greifen wir mit 5 an. Das sollte locker reichen, um das Lager hier zu zerstören. Ich möchte eigentlich meinen Mana nicht verschwenden, wir haben eh fast keins mehr. Wir bauen einfach mal die Halle der Gerechtigkeit. Weil die sollte eigentlich hier das ein bisschen pushen, den Fortschritt hier. Weil der ist nämlich auch recht wichtig. Können wir mal. Das, jeder Arbeiter produziert 0,5 Fortschritt. Was heißt, wir kriegen jetzt einen konstanten Fortschritt-Bonus. Das ist super. Thank you.
Ich hoffe, das war's dann mit den ganzen Lagern. Aber so wie ich mich kenne, haben wir so ein großes Glück, dass noch viele weitere Lager da sind, um die wir uns kümmern dürfen. Es ist zerstört worden. Sehr gut. Und gleichzeitig die Ressourcen bekommen. Kriegen wir wieder gut was an Mana ein bisschen rein. Und wir haben Eisen gefunden und einiges an Kohle. Dann sollte ja eigentlich nicht mehr viel im Weg stehen, würde ich sagen. Ich glaube, die schlimmsten Angriffe haben wir jetzt halt abgewehrt. Schickt mir hier einfach auch mal einen hin. Ja, und jetzt halt hier wird diese Insel bisschen umgestaltet zu so einer Insel. Und umso mehr Magier man hat, umso besser eigentlich. Nochmal deutlich einen Bonus dafür noch geben. Weil dann müssen wir uns nicht mehr so viel um darum kümmern, dass die hier schlechtes Income haben. Weil durch diese beiden Upgrades, wo wir jetzt gemacht haben, reduziert die Unterhaltskosten von Gebäuden um 2, reduziert die Unterhaltskosten um 1. Da heißen wir, haben drei Unterhaltskosten weniger. Hier sind nochmal Drachen. Und das Schöne ist, man kann diese Plattform ein bisschen als Schutz noch nutzen. Husch, husch, und schon haben wir eine grüne Insel. Und Nahrung wie verrückt. Weil zum Beispiel diese Gebäude produzieren auch weniger Nahrung, wenn das Land nicht auf dem ist, wo sie eigentlich brauchen. Jetzt kommt schon wieder da ein Druck. Von wo kommen die her? Die sind jetzt ein bisschen von da gekommen. Weg mit dir. Wir gehen mit Inseln erkunden. Die Insel haben wir ja schon erkundet. Kann halt hier, es kann überall irgendwo was sein. Da sieht man, okay, die haben jetzt das abgebrochen, weil wir hier angegriffen wurden.
Oh, das ist wirklich ein bisschen zeitraubend, das Ganze, die ganzen Sachen suchen. Aber es macht, das ist halt das Schöne auch an dem Spiel. Man findet nicht gleich die ganzen Sachen, sondern hat auch vor allem jetzt halt auf diesen bisschen höheren Schwierigkeitsgrad. Es ist wirklich anspruchsvoller. Man merkt wirklich, dass die Schwierigkeitsgrade sich deutlich unterscheiden. Hätte ich jetzt dazu nicht gemeint. Aber ich muss schon sagen, das ist doch recht cool. Ich schaue einfach mal hier unten auch nochmal nach, ob hier irgendwas sein könnte. Weil ich schätze schon, dass das Spiel uns noch ein paar Fallen stellen wird. Haben wir plus 100 Income. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hier noch Eisen. Dann können wir das hier abbauen. Hier haben wir halt keine Rubine. Hier werden die Rubine ja abgebaut. Da weiß ich es noch nicht. Schieben wir diese Insel auch mal ein bisschen auf die Seite, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir wieder Mana haben. Okay, da gibt es anscheinend keine Probleme mit den Elementaren noch. Hier möchte ich es jetzt noch nicht riskieren. Aber hier, wenn wir das Stein abbauen, dann kriegen wir garantiert, wenn wir ein bisschen zu viel abbauen, richtig aufs Maul. Ich glaube, es sind gerade alle irgendwie ausgelastet. Ich weiß nicht. Jetzt kriegen wir auch genügend Eisen. Machen wir halt jetzt ein bisschen Sorgen um Nahrung. Bauen wir nochmal lieber einen Bauernhof hin. Thank you.
muss beim nächsten Mal nochmal genauer hinschauen, wo die herkommen. Die haben wir ja jetzt halt schon. Erkunden. Sobald wir das Lager gefunden haben, stürzen wir uns auf das Lager mit und vor allem mit sehr viel Gebrüll. Übrigens, die Priorisierung lasse ich immer auf Nahrung. Weil das aber für mich meistens am intelligentesten ist. Weil Nahrung lasse ich doch recht oft außer Sicht. Und hier in der Mitte hat man es halt schön im Überblick, was man da hat. Mal abbrechen, weil da ist ja nichts. Na, da haben sie jetzt halt ein paar Schätze wieder eingesammelt. Und hier ist so ein kleiner schöner Drache. Ha! Gefunden. Gleich mal drauf. Weil der nächste Angriff ist entweder schon auf dem Weg. Guckst du auf dem Drachen? Das ist beeindruckend. Jetzt ist er auf dem Drachen. Geil. Okay, es kommt eine Angriffswelle, eine weitere. Danke, Emmerich. Das Reiten auf dem Rücken dieses majestätischen Kreatur hat mich überrascht und es ist sehr hilfreich. Ich sag's mal so, bei den Menschen ist es so, wenn die Drachen reiten, die Drachen machen es nicht wirklich viel. Wir haben halt hier jetzt, der hatte nur 1000 Leben. Durch den Drachen hat der 3400 Leben. Das ist sehr, sehr wichtig. Können wir das hier eigentlich entfernen? Übrigens, Drachen sind auch sehr kostenintensiv. Mal nur so nebenbei. Weil die haben auch einen recht hohen Upkeep. Aber jetzt sollten wir uns über Upkeep nicht mehr wirklich Gedanken machen müssen. Weil wir können ja auch noch hier im Marktplatz den Upkeep verringern. In der Mission ist es halt wirklich so, wenn man ein paar Drachen haben will, man müsste wirklich über die halbe Map. Und das ist jetzt halt nicht das, was ich will. Du kommst mir hier hin, diese Insel. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar schöne Ressourcen, weil vor allem Holz hat die sehr viel.
Und Holz ist so eine Ressource, wo ich auch sage, es ist sehr gut, wenn man sie hat. Warum kein Platz? Das ist alles andere als hilfreich. So, ich brauche noch mal schnell Sicht hierhin. Weil dann verrückt mal diese Insel hier rüber. Brauchen wir hier noch mal auf der Sicht. Dann können wir diese paar Inseln jetzt noch zu uns hernehmen. Oh, geht nicht. Weil hier eine Insel im Weg ist. Okay, dann müssen wir es so anschließen. Okay. Okay, hier rüber können wir was machen. Ja, soweit können wir nur noch eigentlich Nahrungsmittel oder Gebäude, Häuser und so weiter hinstellen. Ah, hier können wir jetzt ja keine weiteren mehr hinstellen. Hier können wir nur zwei hinstellen. Und hier, guter Geologe, gehst du mir mal hin. Hier kommt mir auch einer hin. Ich glaube, du bist ein bisschen zu weit entfernt, dass man das anschließen kann. Jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf die Ressourcen. Okay, Gold haben wir. Jetzt hat genügend. Jetzt brauchen wir nur noch Eisen. Das haben wir auch. Jetzt brauchen wir nur noch Rubine. Rubine sind sehr teuer. Rüsten wir das mal auf. Nope, so wollte ich das jetzt nicht. Hey, das können wir gar nicht eintauschen. Okay. Müssen wir wirklich noch Rubine finden und das könnte ein bisschen dauern. Hier hätten wir Mana. Jetzt holen wir uns mal ein paar Inseln her. Auch wenn es dann ein bisschen teurer wird. Aber es rentiert sich. Ah, nur 20 Rubin, das ist jetzt nicht viel. Immer bei der Rubinproduktion mal ganz gnadenlos hoch, so gut wie es geht. So, hier upgraden, hier upgraden. Und das noch. Okay. Haben wir eigentlich die ganzen Lager jetzt hat vernichtet? 4 von 4 haben wir schon mal vernichtet. Hier können wir Rubine auch noch abbauen.
wissen wir ja nicht, ob Rubine sind. Das bringt es eigentlich gar nicht. Hier wissen wir es auch noch nicht. Okay, man kann auch mehreres priorisieren, das ist gut. Nein, da brauchen wir jetzt nicht so viele. Wir brauchen zwei. Hier voll fokussieren. Dann machen wir hier das noch. Ja, an Gold sollte nicht mehr mangeln. Was können wir uns eigentlich noch leisten? Nebelpforte. Pforten von Tür können nun auch im Nebel des Krieges beschworen werden. Das ist cool. Magischer Schutz. Ich möchte lieber die Heilung erstmal haben, weil wenn die effektiver ist, dann haben wir da auch nicht mehr so viele Probleme. Rüsten wir das mal auf, weil die ist ja neu errichtet. Ich glaube, wenn das wirklich nur 20 oder so sind, können wir es ja hier noch abbauen. Nahrung, okay. Könnten wir hier eigentlich noch ein paar Häuser hinstellen? Wie gesagt, Rubine sind doch recht wichtig, vor allem wenn man Adler irgendwie so haben will. Sollte man wirklich auch rechtzeitig schauen, dass man da was hat. Nicht viele Rubine, das ist nicht so gut. Gold haben wir hier. Stahl hätten wir hier. Ja, jetzt hat wie gesagt, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist nur noch aushalten. Haben wir, Geld kriegen wir eigentlich eh zum noch ein Löcher rein. Aber ich bin glaube ich wieder ein bisschen, ja, ich muss mal ein bisschen auf Nahrung wieder achten. Diese Mine oder hier nochmal die Produktivität erhöhen. Dafür braucht man Stein. Nicht schon wieder. Wir können uns das leisten, dass wir ein bisschen ins Minus gehen. Was haben wir hier noch? 70. Noch 43. Sollte aber locker gehen. Bisschen Micromanagement bei der Bevölkerung, dann passt eigentlich alles. Markt. Handel. Das. Gut gemacht, wir haben genügend Ressourcen gesammelt. Ja, das
haben wir. Bist du bereit für die letzte Schlacht, junger Magier? Ich freue mich darauf, Schalür eine Lektion zu erteilen. Vorwärts. Damit wird diese Mission auch fertig. Und kein. Diesmal war es nicht ein Scheitern. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.